Dominik Thiem, du stehst kurz vor der U20-WM, respektive vor dem Vorbereitungscamp. Wie schätzt du deine eigene Chance ein, für eine U20 im definitiven Kader zu sein? Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, denke ich. Aber aus meiner Perspektive habe ich gute Chancen. Ich muss einfach zeigen, dass ich dort hin will. Ich muss noch Vollgas geben, sicher in den Vorbereitungscamps, die wir dort haben. Und also den Trainer überzeugen, dass ich bereit bin für die Weltmeisterschaft. Und ich denke, dann sieht es nicht so schlecht aus für mich. Wie würdest du die aktuelle U20 Nationalmannschaft gesehen, wo steht die im internationalen Vergleich? Ich denke, wir haben die Jahrgang 97 sehr ein gutes Team mit einem wirklich grossen Potenzial. Und wenn wir es das schaffen, in der Vorbereitung uns wie zu finden zusammen und als Team zusammenzuwachsen, denke ich, haben wir wirklich sehr gute Chancen, dort mal auch als Schweizer Nazi etwas zu erreichen. Das Ziel von der Schweizer Nazi, von der U20, ist ja immer, um ins Achtelfinale zu kommen. Ist das Jahr das Ziel sogar ein bisschen höher, dass man würde sagen, im Halbfinale lägt die drinnen? Ich finde, dass das Achtelfinale erreichen immer ein bisschen zu wenig ist. Ich denke, das ist immer so eine Erwartung, wo man einfach hat, okay, dann hat man es erreicht. Ich denke, vom Team selber, jedes Mal, wenn eine Schweizer Nazi U20 dort ist, ist das Ziel immer höher. Und ja, mit dem Team, wo wir dieses Jahr haben, denke ich sicher, dass wir auch das allgemeine Ziel höher stecken und einfach mal sagen, ja, wir wollen einen Schritt weitermachen. Und ich denke auch dann, wenn man den Schritt weitermacht, ist nachher alles möglich. Den Schritt weitermachen, das bedeutet aber auch, dass die Schweizer mehr müssen kämpfen, mehr auf einem kleinen Eisfeld agiler agieren. Ist das ein gutes Vorzeichen, wenn man quasi 12 Tage vor der WM anreist, dass man sich schon bereits akklimatisiert hat? Ja, ich denke schon. Das ist sicher auch der Gedanke dahinter, dass man sicher auch früher überfliegt, dass man auch das Jetlag hinter sich hat und nicht einfach kurzfristig dann einen langen Flug hinter sich hat. Und natürlich kommt es in der Fall, man gewöhnt sich daran, man muss mit den Details arbeiten und dann schlussendlich schauen, dass es im Team passt zusammen. Wie schwer liegt ein Jetlag bei einem Spieler, wenn er überreist auf Kanada? Wie schwer ist das zu verarbeiten? Das ist für mich recht schwierig zu sagen, weil ich schon lange nicht mehr da war und vor allem auch nicht kurzfristig dann dort das Turnier gespielt habe. Aber ich denke, dass das schon eine Belastung kann sein kann, weil es ja doch auch mit der Müdigkeit zu tun hat und alles und das, mit der Erholung und dass es ein sehr wichtiger Aspekt ist als Sportler, als Hockeyaner. Wie tust du das handeln? Du hast vorhin vor Erholung geredet. Wie tust du Erholung, Privat, Sport, Schule unter einen Hut bringen? Geht das überhaupt? Das geht schon durchaus. Man muss einfach sicher sehr diszipliniert sein und man muss gut essen. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Und natürlich auch eben gut mit dem Schlaf umgehen, nicht spät ins Bett am Abend und immer schauen, dass man eben auf die 7, 8, 9 Stunden kommt. Und vor allem für mich ist es auch, ich gehe viel am Mittag noch schlafen, wenn es möglich ist, wenn ich nicht zu viel lernen muss. Und ich denke, jetzt über die 5 Jahre, also 4,5 Jahre, als ich schon am Gym bin, habe ich, denke ich, einen guten Rhythmus gefunden und weiss, wie viel Schlaf ich brauche und was es für mich braucht, dass ich den Tag gut meistern kann. Du machst Sportgymnasium, bist du Matura dran, hast Maturaarbeit, Profisport und Schule. Was ist dort deine These dazu? Was für eine These vertrittest du dort? Ich möchte dort eigentlich primär aufzeigen, was es eigentlich für ein Leistungssport, für einen Aufwand ist, mit der Schule nebendran, was man für einen Druck ausgesetzt ist auch und natürlich auch wie auf Verbesserungen zurückkommen und irgendwie die wie auf den Tisch zu legen, dass man auch eben durch Zusammenarbeit Spitzensport und Schule, dass man die Athletik einiges vereinfachen. Du redest von Druck, inwiefern Druck? Vom Team her oder von der Schule her oder von beiden Seiten her, wo Druck kommt? Das ist von beiden Seiten. Also einerseits hat man natürlich den Druck in der Schule, gute Noten zu machen. Das ist so ein System, dass man auch rausfallen könnte, wenn man schlechte Noten hat in der Schule. Das ist natürlich ein permanenter Druck, je nachdem, was man für ein Niveau hat, ob man in einem guten oder einem schlechten Schüler ist.
Und nachher andererseits natürlich der Druck vom Sport, seine Leistung abzurufen und auch unter dem doch anspruchsvollen Leben immer alles können zu geben und auch mental immer bereit zu sein. Ist das einfach eine Kopfsache oder ist das auch ein bisschen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen Willenssache, dass man etwas erreichen will? Ich glaube, also, wenn man diesen Weg einschlägt, ist es sowieso eine Willenssache. Man muss es einfach wollen. Und andererseits ist es dann logischerweise auch eine Kopfsache, dass man natürlich das schulische, sportliche plus natürlich auch das private Leben trennen kann. Und natürlich auch, wenn es jetzt in der Schule halt noch nicht so läuft, man immer ein bisschen schlechte Note hat, dass man einfach abstellen kann für den Match und sagt, jetzt ist okay und jetzt konzentriere ich mich auf das. Wie tust du das trennen? Hast du einfach, wenn du sagst, jetzt gehe ich heim, ist das einfach für dich quasi, du lässt den Hockeyspieler Dominik Thiem hinter dir oder nimmst du etwas vom Hockeyspieler mit heim? Ich glaube, vom Hockeyspieler nehme ich sicher etwas mit heim. Das wird immer ein bisschen einigen. Aber ich denke, schulisch kann ich das sehr gut trennen. Sobald ich eigentlich von der Schule draußen bin, egal ob ich jetzt noch so einen scheiß Taktik habe, ist das für mich abgeschlossen. Und dann konzentriere ich mich eben entweder halt aufs private Leben, wenn ich mal frei habe, sicher ausruhen oder sonst halt wieder aufs Hockey. Die Ernährung ist ja für einen Eishockey-Spieler auch sehr wichtig. Auf was schaust du bei der Ernährung speziell? Auf der Ernährung schaue ich ehrlich gesagt nicht gross. Also logischerweise schaue ich, dass ich sicher Abwechslung habe und dass ich verschiedene Nährstoffe zu mir nehme. Aber ich schaue jetzt nicht gross, ob es mal Fastfood ist, ob es mal Teigwaren ist. Was das Einzige, auf was ich achte, ist, dass es sicher vor dem Match gut ist. Also Spaghetti ist Kohlenhydrate zu mir nehme, dass ich auch mit guter Energie im Match gehen kann. Und auch nach dem Spiel nehme ich an, Kohlenhydrate zu, dass du den Energiespeicher wieder füllen kannst. Genau, nach dem Spiel sicher auch. Da ist auch viel, können wir halt das Essen vom Team über, ist das organisiert und das ist entsprechend dann auch gut darauf abgestimmt. Tun wir ein bisschen das Ernährungsthema weglassen, gehen wir wieder zurück auf Eishockey. Wie tust du dich selber als Spieler einschätzen? Wo siehst du dich? Ich denke, ich bin ein Spieler, der nicht so ein Checker ist, der eher so auf die Spielübersicht geht, aufs Spiel gestalten, der auch nicht so Drecksarbeit macht. Und ja, aber schlussendlich braucht es das natürlich auch. Es braucht natürlich immer beides im Team. Und ich versuche natürlich immer, dem Team am besten zu helfen. Ich bin halt eben jetzt so ein Spieler, der versucht, mit Assists und Goals zu helfen und nicht eher mit Checks und andere verunsichern. Ja, und versuche natürlich jedes Spiel mein Bestes zu geben und so am Team weiterzuhelfen. Wenn du Rolle könntest auslesen im Team, welche Rolle würdest du dir zu denken? Was meinst du jetzt mit? So von Rollen her, zum Beispiel Center, erster, zweiter, dritter Sturm oder so. Was würdest du für eine Rolle für dich auswählen? Also die Position ist natürlich sicher Center. Ich fühle mich als Center einiges wohler wie als Flügel. Und blockmässig, das ist nicht etwas, was mir gross darauf ankommt. Ob jetzt erst, zwei, dritt, vier Block bist, schlussendlich musst du einfach die Zeit haben. Ob jetzt das im vierten oder im ersten Block ist, kommt überhaupt nicht davon. Und wenn du gut ins Spiel kommst und im vierten Block ist, wirst du auch dann spielen, weil das merkt der Trainer. Ja. Du hast im 14-15 hast du Ivan Lenka gespielt. Wie hat dir das in der Entwicklung des Eishockey-Spielers weitergebracht? Ja, der Ivan Lenka war ein sehr gutes Turnier. Das ist für uns vor allem auch, jetzt sind natürlich fast noch die Besten alle dabei, auch von Nordamerika, so wie es mir ist. Und ich glaube, das war ein guter Vergleich, den wir haben, die Schweiz zu anderen Nationen. Und das hat natürlich uns auch, jedem einzelnen Spieler hat das sehr viele Erfahrungen reingebracht, um zu schauen, wo wir international stehen, nicht nur schweizweit. Was hast du das Gefühl, wo steht die Schweiz international aus deinem Buchgefühl heraus? Ich denke, skillsmässig stimmen wir recht gut. Auch im Gegensatz zu den Top-Nationen. Bei uns ist natürlich einfach in der Schweiz fällt immer eben die Drecks-Kerle, die ein bisschen checken gehen, die vor das Goal gehen. Das fehlt allgemein in der Schweiz. Und ich denke, das ist noch einer der grossen Unterschiede zu unseren Nationen. Also zu unserer Nation im Hinblick zu den anderen Nationen. Aber so läuferisch, technisch, denke ich, können wir in das Wasser schon reichen.
Du hast Manuele Celio als Trainer erlebt, jetzt Christian Wohlwend. Wie würdest du die beiden charakterisieren? Sind sie so gleiche Charakter? Gleich würde ich jetzt sagen, ich denke, der Manu ist eher ein bisschen der ruhiger Trainer. Im Gegenzug ist der Volvo ein bisschen emotionaler, der ein bisschen mehr Feedback gibt, direkter ist, der sagt, das ist gut, das ist schlecht. Da ist der Manu ein bisschen zurückgehalten. Ein bisschen nach dem Spiel ja, mehr analysieren. Und der Volvo ist da wirklich, bei mir ist einfach Vollgas. Jeder Moment, wo es gibt, musst du einfach geben, was du hast. Liegt dir das mehr oder lieber einen zurückhaltenden Trainer? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe es eigentlich zwar noch gern, dass man, wenn man gerade mir sagt, wie es ist, das ist gut gewesen, das ist schlecht gewesen. Hingegen habe ich schon auch nicht zu gern, wenn ein Trainer dann jedes Mal irgendwie etwas bemängelt oder so. Aber das ist, also ich lasse mich von dem nicht beeinflussen. Ich nehme es so, wie es ist und mache das Beste daraus. Und schlussendlich muss man mit dem Trainer auch zu Schlag kommen. Das versuche ich immer natürlich. Wie gross ist für dich die Vorfreude auf Kanada? Das mal in das Hockeyland zu gehen, das mal zu erleben. Ja, das ist sehr gross. Also ich meine, eine WM in Montreal ist natürlich eigentlich das Grösste für einen Junior hier in der Schweiz. Ich meine, das mal zu erleben dürfen, ist ja praktisch wie ein Traum. Ja. Und ich denke, ich freue mich sehr, darüber zu gehen. Jetzt spielt man ja die WM auf den kleinen Eisfeldern. Ist das für einen Stürmer eine Umstellung? Oder spielt das keine Rolle? Die Verteidigung muss man sich anpassen. Beim Stürmer eher weniger, denke ich. Ich glaube, es ist auch für den Stürmer eine Anpassung. Natürlich muss man offensiv schauen. Natürlich, wenn das Spielfeld schmaler ist, ist man schneller beim Goal. Es kann natürlich eine Hilfe sein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch bei den Angriffen weniger Platz auf der Seite und kann weniger ausweichen. Also ich denke, es hat Vor- und Nachteile und man wird sich einfach gut an das gewinnen, dann im Vorbereitungscamp. Das Vorbereitungscamp, das habe ich ja schon gesagt, geht relativ lang. Der Konkurrenzkampf in der Schweizer U20 ist recht hoch. Spürt man da als Spieler etwas davon? Ja, ich denke sicher, dass man das spürt. Also, ich glaube, wenige kommen jetzt in das Vorbereitungscamp und wissen, sie sind dabei. Aber das ist auch ein guter Aspekt, weil nachher man fordert sich gegenseitig und somit wird auch das Niveau im Training höher und man profitiert natürlich mehr. Und schlussendlich logisch wird es jeder schaffen, aber es lange nie für jeden. Du kennst ja den Konkurrenzkampf schon ein bisschen zwischen ZSC Lions und der GCK Lions. Ist das für einen Spieler nicht belastend? Ja, belastend ist vielleicht ein starkes Wort. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es gerade belastend ist, aber mir macht sich sicher auch Gedanken. Aber schlussendlich, ich bin nie einer, der sich zu viel Gedanken darüber macht. Ich weiss einfach, ich muss das zeigen, was ich kann und was man von ihr erwartet. Und schlussendlich muss man dann das abrufen. Und wenn man das abgerufen hat, kann man dann sich nicht mehr selber an sich zweifeln. Dann muss man sagen, okay, ich kann alles geben, wenn es nicht lange, dann hat es selber gewonnen. Wir haben am Anfang des Gesprächs die aktuelle U20 ein bisschen eingeschätzt. Wenn ich dir jetzt würde sagen, die U20 kommt mit einer Medaille heim, was ist dein Gedanke, der da durch den Kopf geht? Das wäre natürlich ein weiterer Traum, sozusagen. Ich glaube, wo jeder Juniorenspieler, der so an eine WM geht, das wäre natürlich. Es wäre wie auch ein Meilenstein für die Schweizer, für die Junioren-Schweizer Nazi, mal wieder eine Medaille zu gewinnen, was ja eigentlich schon recht lang her ist, sicher. Ja, und sicher sehr schön zu viel. Im 98 hat man das letzte Mal eine Bronzemedaille geholt mit der U20. Jetzt hat man wieder ein sehr starkes Team. Wenn ich so ein bisschen zurückschaue, das letzte Mal hat man das 2010 mit dem Nino Niederreiter. In Saskatoon kann man wieder so einen Exploit erwarten, dass man sagt, man kommt unter die Top 4 und dann können schauen, wie weit das reicht. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich meine, wir haben auch letztes Jahr gesagt, wir haben ein riesiges Team. Und das ist natürlich immer gesagt von den Einzelspielern, die in so einem Team sind, von den Skills, die sie haben. Und schlussendlich haben wir auch letztes Jahr gemerkt, das kommt nicht auf die einzelnen Spieler darauf an, die irgendwie in der Schweiz einen Unterschied machen. Das kommt nachher darauf an, wie das Team zusammen funktioniert. Und das wird genau gleich sein in diesem Jahr. Es ist egal, was für gute Einzelspieler wir haben, wir müssen das Team funktionieren. Das wird nachher den Unterschied machen. Also quasi die alte Stärke der Schweizer, Teamgedanken noch
mehr verstärkt als in den letzten paar Jahren. Tun wir noch einmal zurückschauen. Du hast 15, 16 Jahre keinen internationalen Einsatz gehabt. Hat dir das irgendwo im Ehrgeiz gestachelt, um noch ein Schiff drauf zu legen? Ja, das sicher auch, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich ein halbes Jahr verletzt war mit meiner Schulteroperation. Und ich musste dann natürlich mich selber wieder finden. Und natürlich habe ich das zuerst im Schweizer Hockey gemacht, dass ich will das Selbstvertrauen bekomme, auch dass es hebt, dass die Schultern hebt. Und schlussendlich denke ich, habe ich dort ein gutes Jahr gehabt. Und ob ich jetzt international Einsatz hatte oder nicht, war für mich dort nicht so entscheidend gewesen, weil ich musste mein Selbstvertrauen zurückgewinnen, dass es wieder auch mit der Schulter alles gut geht, ohne Schmerzen. Wenn du einen Tipp würdest, für in dieser Gruppe mit Tschechien, Finnland, Schweden, Schweiz und Dänemark, auf welchem Platz siehst du die Schweiz am Ende von U20 WM in dieser Gruppe? Ich würde jetzt auch nicht definitiv einen Platz festlegen. Ich denke einfach in dieser Gruppe, wir können jeden schlagen. Das ist sicher klar. Und wir müssen einfach wirklich die guten Sachen richtig machen. Also das heisst Details richtig machen und natürlich auch Drecksarbeit. Und wir müssen sicher gut defensiv arbeiten. Und ich denke, wenn wir das machen, dann ist jeder Platz möglich für uns. Danke vielmals, Dominik Thiem. Ich wünsche dir viel Glück bei der Qualifikation für 2020. Danke vielmals.